Hallo, ich grüße dich zum heutigen Sonntagsimpuls. Wenn das Bild ein bisschen unscharf ist, liegt das nicht an deiner Sehstärke, sondern mein Video justiert sich immer wieder mal. Wenn ich zu sehr mit Händen und Füßen spreche, dann muss ich das Video neu justieren. Und darum geht es auch heute, merke ich gerade, um die Justierung, um deine Justierung, um deine Feinjustierung. Oder auch grobe, je nachdem, was gerade für dich dran ist. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich wirklich jedem Menschen danken, den ich am letzten Wochenende auf der Wohlfühlmesse in Gelsenkirchen gesehen, getroffen, gesprochen habe. Es waren sehr, sehr, sehr schöne Begegnungen. Sowohl im Gespräch als auch manchmal einfach nur im Vorbeigehen. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für den Kauf meiner Kartendecks, wenn du eins gekauft hast, und einfach für dein Sein. Zurück zum Thema, aber das Thema ist es nämlich, es geht ja um das Sein, um Justierung, um Dankbarkeit auch. Und darum, dass es wichtig ist, dich auch immer in dir selbst auszurichten. Und das loszulassen, von dem du denkst, es müsste sein, oder von dem du denkst, das wäre jetzt dran, von dem du denkst, du müsstest es tun, aus Angst vor was auch immer. Ich hatte eine ganz andere Idee, wohin das Thema dieses Videos heute mich tragen wird, und merke jetzt gerade, nö, das ist es gar nicht. Und während ich spreche, findet diese Feinjustierung in mir statt. Ein Teil von mir möchte diesen gedanklichen Pfad weitergehen, den ich schon betreten hatte. Und ein anderer Teil richtet sich gerade auf meine Intuition ein, auf das, was mir gerade nahegelegt wird, worüber ich sprechen soll, weil das halt gerade aktuell das Thema ist. Und es ist so, so, so wichtig, dass du immer mehr auf dich selbst hörst, auf deine innere Stimme, auf die, es gibt ja viele, viele, viele innere Stimmen. Aber wenn ich von der inneren Stimme spreche, meine ich die innere Stimme, die dein Leuchtfeuer ist, die dein Leuchtturm ist, die Stimme deiner Seele, die dein Wohl will, die also auch wohlwollend mit dir spricht. Ich meine nicht die Stimme des inneren Antreibers. Ich meine nicht die Stimme, die du in deiner Kind oder Stimmen, die du in deiner Kindheit gehört hast, was du alles zu tun und zu lassen hast, oder auch was richtig und was falsch ist. So all diese Stimmen, die aus dem Außen kamen oder kommen und die sich in deinem Unterbewusstsein festgefressen haben, oder ja, festgefressen ist es, glaube ich. Das Bild, was ich gerade kriege, ist wie so eine Salzschicht, die sich also am Meer so in die Steine frisst. Die Salzschicht darf abgetragen werden, damit du siehst, wer bist du denn darunter? Was macht dich aus? Was möchtest du? Was tut dir jetzt gerade gut? Und dabei ist immer und immer wieder der Fokus auf dir, nicht auf den Erwartungen anderer. Und ja, logischerweise, wenn du ein angestellt bist irgendwo und du hast einen Chef, der hat natürlich Erwartungen an dich. Und im besten Falle macht dir dieser Job Spaß und du erfüllst diese Erwartungen gerne, solange sie in gesunden Grenzen sind. Und da gilt es wieder, was sind deine Grenzen? Was ist gesund? Gesund ist alles, was dir wohl tut, was gut ist.
was in deinem Normbereich ist, in deinem Toleranzfenster, auch wenn Toleranzfenster normalerweise auch noch in einem ganz anderen Kontext gebraucht wird, gebrauch es jetzt trotzdem. Wenn Menschen, egal ob Chef oder Lebensgefährte, Kinder, Eltern, Ansprüche und Erwartungen an dich haben, die du nicht leisten kannst oder willst, hast du das Recht, das für dich erst einmal zu hinterfragen, diese Ansprüche, und zu schauen, was ist es, was ich nicht möchte? Und haben die überhaupt was damit zu tun, mit diesem Nicht-Wollen? Oder ist es etwas anderes, was ich nicht will, und diese Menschen im Außen triggern das einfach? Du siehst, es ist alles recht vielschichtig. Durchatmen. Es geht immer um den nächsten Schritt. Immer. Und gleichzeitig sind wir oft schon ganz weit vorne. Bei Schritt was, was ich, wenn wir gut sind, vielleicht gut, wertvoll. Bei Schritt 10, wenn wir zu weit in die Zukunft galoppieren, sind wir vielleicht bei Schritt 10.384. Und wollen diesen Schritt dann gehen, was gar nicht möglich ist, weil die ganzen anderen 10.383 Schritte noch nicht gegangen worden sind. Und deswegen ist der 10.384. Schritt scheint so unerreichbar. Klar. Und gut meinte ich bei den 10, wenn es nur 10 Schritte ist es auch, fühlt es sich angenehmer an für uns, nochmal 9 Schritte zurückzugehen. Es fühlt sich wiederum nicht angenehm an, wenn wir diese 9 Schritte überspringen und mit Schritt 10 weitergehen. Manchmal brauchen diese 9 Schritte nicht so viel Zeit und dann ist gut. Und trotzdem immer ein Schritt nach dem anderen. Und ich kenne das von mir total gut, dass ich wirklich ganz weit vorne bin und irgendwas machen möchte, am besten jetzt. Das beste Beispiel vor, wann war das? 2015. Mich kannte noch kein, also kein Mensch mehr, stark übertrieben, aber nicht viel. Ich fing gerade an, so in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem, was ich tue. War das 15? 15 oder 16? Ich glaube 15. Da wollte ich nämlich an Pfingsten 2015 ein Wochenendretreat machen in der Schweiz. Wirklich sehr, ein sehr schönes Retreat. Das werde ich auch irgendwann noch machen. Es geht da um Jesus und Maria, Magdalena und Schamanismus und Fühlen. Und ich habe Felle geholt und dieses und jenes. Wie gesagt, mich kannte kein Mensch. Ich habe dann den Raum, habe ich wieder abgesagt. Ich habe die Felle Gott sei Dank zurückbringen können. Ich war meiner eigenen Zeit um Lichtjahre voraus. Und es ist wirklich wichtig, auch dich selbst immer wieder mitzunehmen. Und einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und zu fühlen und dich immer wieder auszurichten. Will ich das? Ist das jetzt dran? Der wievielte Schritt ist das jetzt? Ist das der nächste Schritt? Und da hilft ja auch wieder das Körperpendel, dass du bei der Frage, ist das der nächste Schritt, fragst du deinen Körper, weil dein Körper ist das Sprachrohr deiner Seele, es ist der Übersetzer deiner Seele. Ganz egal, ob es ist durch Krankheiten oder dem mangelnden Wohlbefinden, oder ob es dadurch ist, wenn du deinen Körper als Sprachrohr, als Körper, also als Körperpendel als Sprachrohr nimmst und ihm Ja-Nein-Fragen stellst, also Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Das heißt, in dem Fall fragst du, ist das der nächste Schritt? Geht der Körper nach vorne? Ist es ein Ja? Geht der Körper nach hinten? Ist es ein Nein? Und am besten tust du das, während du stehst. Dann hat, also vor allen Dingen für den Anfang, dann hat der Körper mehr Spielraum.
Je öfter du das trainierst, diesen Muskel, diese Verbindung mit deiner inneren Stimme, mit deiner Seele, desto egaler ist es, ob du stehst, sitzt, liegst oder sonst was machst. Mittlerweile ist es wirklich bei mir, ich mache manchmal, wenn ich zum Beispiel Termine mache am Telefon und ich sage, ja, an dem und dem Tag geht es und mein Körper geht dann nach hinten, sage ich, okay, lass mich erst einmal in den Terminkalender gucken. Da kann sein, dass da was drin steht. Oder was auch immer. Also wirklich, ich spreche mit Menschen und während ich rede oder während die anderen reden, geht mein Körper nach vorne oder nach hinten. Und das ist Übungssache. Ich bin da nichts Besonderes. Ich habe einfach diesen Muskel geübt. Und um wieder an den Anfang zurückzukommen, genau, du fragst deinen Körper, ist das der nächste Schritt? Wenn es nicht der nächste Schritt ist, okay, was ist der nächste Schritt? Und manchmal ist einfach nur Atmen der nächste Schritt. Zur Ruhe kommen, der nächste Schritt. Es ist wirklich diese Verbindung mit dir selbst. Ist immer, immer wichtig. Nimm dich immer mit, wenn du gehst. Lass dich nicht zurück. Achte auf dich. Und achte auf dein Wohlbefinden. Sei gut zu dir. Ich versuche gerade, das Wort Wohlwollen so in einen Satz zu bringen, dass es Sinn macht. Aber ich glaube, es wird Sinn machen, nicht vielleicht nicht authentisch oder normales Deutsch sein. Will dein Wohl. Ich wünsche dir, dass du dein Wohl willst, dass du wohlwollend mit dir bist. Immer öfter und immer liebevoller. Wohlwollende. In diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Tag. Eine gesegnete Nacht, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Mein Name ist Iris Ludolf. Ich bin Friedensberaterin für diesen Frieden in dir und im Alltag. Tschüss. Vielleicht tschüss, sobald ich die Beenden-Taste gefunden habe. Und jetzt.